Der menschliche Körper, ein Wunderwerk der Natur, besteht aus 50 bis 100 Trillionen Zellen, von denen jede genau die richtige Funktion am richtigen Ort und zur richtigen Zeit erfüllt. Die Zellen selbst sind faszinierend. Jede einzelne eine geschäftige Metropole, eine Stadt, die niemals schläft. Tag ein, Tag aus sorgen unsere Zellen ununterbrochen dafür, dass unser Körper gesund und fit bleibt. Eine der Hauptfunktionen unserer Zellen ist die Treibstoffproduktion. Dieser Treibstoff, ATP, wird von Arbeitern namens Mitochondrien in der Zelle hergestellt. Mitochondrien spielen eine derart wichtige Rolle, dass einzelne Zellen über Tausende dieser Arbeiter verfügen. Es wird geschätzt, dass Mitochondrien die Hälfte des menschlichen Trockengewichts ausmachen. Mitochondrien begnügen sich nicht damit, den Körper mit Treibstoff zu versorgen. Sie sind auch maßgeblich an der Zellkommunikation beteiligt und koordinieren die Aktivitäten unserer Zellen. Diese Signalfunktion ist ein ganz wesentlicher Faktor für die menschliche Gesundheit, denn sie bildet die Grundlage für Zellentwicklung, Gewebeausbesserung und Immunfunktionen. Ohne die Fähigkeit, Zellaktivitäten zu kommunizieren und zu koordinieren, würden wir ziemlich schnell auseinanderfallen. Die Rolle der Mitochondrien in diesem kritischen Kommunikationssystem hängt mit der Tatsache zusammen, dass sie bestimmte Moleküle herstellen, sogenannte Redox-Signalmoleküle. Die Mitochondrien stellen jede Sekunde Trillionen dieser Moleküle her, und das ist gut so, denn ohne sie könnten wir nicht leben. Wir brauchen diese Moleküle, um die Gesundheit unserer Zellen zu schützen, Bedrohungen zu erkennen und verletzte Zellen zu reparieren oder zu ersetzen. Leider nimmt unsere Fähigkeit, Redox-Signalmoleküle herzustellen, im Verlauf unseres Lebens ab. Das können wir unter anderem daran sehen, dass blaue Flecken, die bei Kindern schnell verschwinden, bei älteren Personen ewig zu verbleiben scheinen. Die Zellen der älteren Personen kommunizieren einfach nicht so effektiv wie zuvor. Und deshalb brauchen Zellen und Gewebe länger, um sich zu regenerieren. Und das liegt allein daran, dass der Körper nicht mehr so viele Redox-Signalmoleküle herstellt. Was würde jedoch passieren, wenn wir einen Weg hätten, den Nachschub zu ergänzen? Wenn es ein Redox-Signalpräparat gäbe? Wie würde sich unser Leben ändern, wenn wir einen Vorrat von Redox-Signalmolekülen hätten, der dem unserer jungen Jahre entspricht? Ein solches Produkt wäre unglaublich. Aber wie sollte es produziert werden? Nun, ein guter Ausgangspunkt wäre nachzuvollziehen, wie die Mitochondrien in unseren Trillionen Zellen diese lebenswichtigen Moleküle herstellen. Unsere Zellen sind kleine Salzwassertaschen. Die Mitochondrien und andere Organellen schwimmen darin herum. Es überrascht deshalb nicht, dass Mitochondrien als Bausteine für die Redox-Signalmoleküle etwas benutzen, was sie im Überfluss haben. Salzwasser. Das funktioniert großartig, denn Salzwasser besteht aus nur 4 Atomen. Den Natrium- und Chloratomen im Salz sowie den Hydrogen- und Sauerstoffatomen im Wasser. Die Mitochondrien trennen diese Salzwassermoleküle, um die Atome in verschiedenen Konfigurationen neu zusammenzusetzen. Und das sind dann die Redox-Signalmoleküle. Die Abläufe in den Zellen geschehen so schnell, dass die Redox-Signalmoleküle im Bruchteil einer Sekunde entstehen. Und sie werden auch schnell eingesetzt. Wenn die Zellen die Redox-Signalmoleküle nicht sofort brauchen, verwandeln sich die Atome wieder in Salzwasser, um von den Mitochondrien wieder und wieder verwendet zu werden. Sehr effizient. Um ein Redox-Signalpräparat außerhalb von lebenden Zellen herzustellen, macht es Sinn, mit denselben Bausteinen anzufangen. Salz und Wasser. Und genau diesen Ansatz verfolgt ein Unternehmen namens Asea. Wir beginnen mit einer reinen Salzlösung. In einem geschützten und patentierten elektrochemischen Prozess zerlegen wir dann die Verbindungen, welche die Natrium-, Chlorid-, Hydrogen- und Sauerstoffatome zusammenhalten. Die Atome werden neu kombiniert und voilà! Redox-Signalmoleküle. Natürlich klingt das viel einfacher, als es ist. Unsere Mitochondrien stellen Redox-Signalmoleküle im Sekundenbruchteil her. Asea benötigt 3 volle Tage, um dieselben Moleküle herzustellen. Doch der wahre Triumph von Asea liegt in der Lösung des Stabilitätsproblems.
Wie vorher erwähnt, werden die in der Zelle hergestellten Redox-Signalmoleküle entweder sofort eingesetzt oder in Salzwasser zurückverwandelt. Das liegt daran, dass die Moleküle hochreaktiv sind. Sie wollen sofort zum Einsatz kommen. Aufgrund ihrer reaktiven Natur ist es schwierig, die Moleküle aufzubewahren. Ohne sofortigen Einsatz verwandeln sie sich wieder in Wasser. Zum Glück gelang den ASIR-Wissenschaftlern nach unzähligen Forschungsstunden ein Durchbruch. Sie entdeckten ein Verfahren, das die reaktiven Moleküle in ausgeglichenen Gruppen paart, womit die Redox-Signalmoleküle außerhalb lebender Zellen stabilisiert werden. Das ist wirklich etwas Besonderes. Moleküle, die nur Mikrosekunden innerhalb der Zelle bestehen, haben eine Lagerfähigkeit von über einem Jahr in einer Flasche ASIR. Unglaublich! Was bedeutet ASIR, das erste Redox-Signalpräparat der Welt für Sie? Einfach gesagt, ist es ein völlig neuer Ansatz, was Gesundheit angeht. Alle anderen Gesundheits- und Wellness-Produkte wie Vitamine, Säfte und so weiter versuchen dem Körper zu helfen, indem sie ihm etwas Fremdes zuführen, das der Körper jedoch erst verstehen muss, bevor er es einsetzen kann. Die ASIR-Moleküle dagegen sind körpereigen. Unser Körper weiß schon, wie er auf sich selbst aufpasst. Unsere Zellen stellen die Werkzeuge her, die sie brauchen. Und dank ASIR sind wir zum ersten Mal in der Lage, diese Werkzeuge anzureichern. Und sie können ihrem Körper mehr dieser körpereigenen Moleküle geben, die er für seine Gesundheit braucht. ASIR ist mehr als ein reines Zusatzpräparat. Es handelt sich um eine neue Herangehensweise an unsere Gesundheit, eine neue Art, auf unser Wohlbefinden zu achten. Fragen Sie sich, wie ASIR Ihnen helfen kann? Sprechen Sie mit der Person, die diese Nachricht mit Ihnen geteilt hat. Besorgen Sie sich eine Kiste ASIR und entdecken Sie selbst die Wirkung, die das erste und einzige Redox-Signalpräparat der Welt hat. Ihr Leben und Ihr Umgang mit Ihrer eigenen Gesundheit wird nie wieder derselbe sein.